Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen GTA Video. Ja, Sebas. Was bedeutet Sebas? Ja, moin moin, der Ibramovic hat sich wieder gemeldet, ein angeblicher Hamburger Hänger. Wobei, ich denke nicht, dass das ein Hamburger Hänger ist. Viele sagen, hey, es ist ein Hamburger Hänger, wow, okay. Aber ich denke nicht, dass nicht so eine Leiche wie Sono Fibramovic wirklich ein Hamburger Hänger ist. Weißt du, was du für mich bist? Spucke! 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 Spucke, mehr bist du nicht. Ja, und ja, du hast mit dem Scheiß angefangen und... Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, man darf sich nichts gefallen lassen im Leben. Man darf sich wirklich nichts gefallen lassen. Aber mit Gewalt zu antworten, das ist natürlich auch der falsche Weg. Aber mit Worten etwas zu bewegen, das ist deutlich besser. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand hinkommt zu mir und sagt, hey, du bist ein Arschloch. Dann gibt es natürlich Leute, die würden jetzt die Faust ausfahren. Aber das ist natürlich der falsche Weg. Man kann das natürlich erstmal gucken, wörtlich zuregeln. In diesem Beispiel bei Sono Ibramovic. Hey, Sono Ibramovic, ja, schön für dich. Du Lappen, bin ich halt ein Arschloch. So. Aber bitte, Leute, hört auf, mit Gewalt zu antworten, weil das bringt echt nichts. Das bringt nichts. Ne? Dann kommst du vielleicht noch in den Knast. Das ist ja typisch auch wieder Deutschland. Da kommen die Leute in den Knast, die eigentlich gar nichts getan haben. So. Herzlich willkommen zu einem kleinen YouTube-Video. Ist ja sowieso YouTube-Video. Und da sprechen wir mal ein bisschen über die ganze Werbung, über die Geldpolitik. Und ein Thema, was mich ja schon immer interessiert. Ich habe schon mal angesprochen, dieses Werbung auf YouTube, aber... Naja... Das glaube ich, das Video hatte ich um 4 Uhr nachts aufgenommen, war ich ein bisschen müde. Jetzt bin ich hellwach, meine Gehirnzellen sind wach und ich finde etwas ganz komisch. Und zwar, auf YouTube gibt es ja den YouTuber HerrTutorial, der die Leute ja regelrecht verarscht. Indem er einfach Videos benennt, zum Beispiel Justin H-Video, Justin Musikvideo, neues Musikvideo, so. Was denkt ihr dabei, wenn ihr lest Justin Bieber Music Video? Jetzt mal ganz ehrlich. Was denkt ihr dabei? Ihr denkt natürlich, dass Justin Bieber einen neuen Song rausgebracht hat. Und der Tutorial, was hat er gemacht? Guckt euch das Video an. Dort ist eindeutig zu sehen, dass er da in so ein scheiß Haarstyle Video macht. Da denke ich mir auch, bei wirklichen Teilen muss das wirklich sein. Das ist wirklich Verarsche von Abonnenten. Und sowas macht man einfach nicht. Egal wie groß man ist. Und natürlich, wenn man groß ist, dann kann man wirklich tun und lassen, was man will. Weil die Leute, die Abonnenten, die stehen zu einem, egal was ist. Wenn ich plötzlich ein Nazi werde, dann unterstützen mich meine Abonnenten, dass ich ein Nazi bin. Das liegt aber nicht daran, dass diese ganzen Abonnenten dumm sind. Das liegt einfach daran, dass der Mensch manipulierbar ist. Ist so. War in der Nazi-Zeit schon damals so, dass das so war. Und das ist was ganz Normales. Aber ich finde das nicht in Ordnung, dass jemand für so ein Shampoo-Video 5000 Euro von der Werbeindustrie bekommt. Das ist nämlich wirklich so. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und dort ist eindeutig zu sehen, dass er 5000 Euro bekommt für ein Haarvideo, wenn er etwas anpreisen tut. Ohne die YouTube-Gelder einzuberechnen. Das ist wirklich richtig viel Geld. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. 5000 Euro. Ne, das ist wirklich, wo man sich denkt, wenn in Deutschland hier die Leute fast verhungern. Altersarmut und so weiter. Ob man diese Gelder wirklich annimmt. Weil diese Gelder von Garnier und so weiter, diese ganzen Produkte werden an Tieren ausprobiert. Und er unterstützt in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch Tierquälerei. Und das ist auch etwas, was die Leute gar nicht begreifen. Die sehen nur den Sami Silmani, aha, den hübschen Prachtkerl. Ja, heute sage ich mal das Shampoo, BW2.
Es wurde an Affen ausgetestet. Es sieht so aus. Es sieht so aus. Und ich beschäftige mich natürlich mit solchen Themen. Ich lasse die nicht im Raum. Ich kann die auch nicht im Raum lassen. Für mich auch so ein Teil, warum ich keine Werbung auf YouTube schalte. Wobei das natürlich jetzt nicht schlecht ist, wenn man jetzt Werbung auf YouTube schaltet. Es sind ja keine schlechten Menschen, ne? Ist ja auch ist nicht unbedingt jetzt ein schlechtes Videomaterial, was drin ist. Naja, aber ich finde das einfach manchmal nicht in Ordnung, was so abläuft. Finde ich nicht in Ordnung. Da sollten wir wirklich überlegen, zahlen wir YouTubern viel zu viel Geld? Das ist natürlich immer so etwas, was man beantwortet haben könnte. Nun ja, jetzt habe ich gerade was Neues entdeckt. Ja, ihr könnt gerne eure Kommentare hinschreiben, aber bitte jetzt hier nicht mit Gewalt antworten, hier mit, ah, du Hurensohn, du Geldgeiler, du bist doch nur neidisch. Ich bin bestimmt nicht neidisch auf diese Gelder, weil ich auf jeden Fall etwas habe, was mir keiner wegnehmen kann. Ein Ausbildungsplatz, ich lerne den Beruf des Kochs, Noten sind jetzt auch im Dreierdurchschnitt und ich denke einfach, Ausbildung geht vor YouTube, Familie geht vor YouTube, Freunde geht vor YouTube und wenn man Zeit hat, dann YouTube. So sieht das aus. Und nicht die ganze Zeit bei YouTube seinen Lebensunterhalt verdienen. Ist natürlich auch nur meine Meinung, die ich hier vertrete. So Leute, ich bin draußen und dann sage ich auf jeden Fall ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!